Die Soße ist schon ein wenig arg dick. Mit Sicherheit nicht. Sag das ja nur. Was sind das für Würmer da? Sind das Erdnussflips? Was soll der ganze Sparen? Da ist der Zug schon längst abgefahren, Mann. Das ist schon längst vorbei. Der Bahnhof ist geschlossen. Ich würde heute am ersten Tag sagen, aufhören. Schluss. Hör auf. Christine ist die Chefin, Pächterin seit 10 Jahren. Die Tochter ist die Samantha, Sam genannt, okay, die eigentlich den Service wuppen soll, wird ab und zu wieder in die Küche geholt. Dann gibt es den Lebensgefährten von der Samantha oder Sam. Dann ist der Ex-Mann da. Die ganze Familie ist das. Da ist auch die Schwester. Und, die beste Freundin von ihr ist auch noch da. Aber was ja interessant ist, ist, dass die Christine sagt, sie muss alles alleine machen. Sie schleppt alles in den Keller, sie bringt die Getränke in den Keller, sie deckt die Tische ein und alles Mögliche. Kein Mensch, nur ich. Die sind alle ganz wichtig. Meine Tochter ist die Juniorchefin. Die sind alle wichtig, aber nie wer da. Das heißt, die nette Verwandtschaft, die kommt zum Helfen, macht quasi so die Perlen, holt sie sich raus, serviert ein paar Teller und dann gehen sie nach Hause. Weißt du? Und den Rest macht alles die Mutti. Was ist denn jetzt das Grundproblem? Grundproblem ist, dass jetzt nicht mehr viel läuft. Und die Mutter halt überarbeitet ist. Sie nimmt sie nicht an. Wir bieten ihr was an und sie macht alles alleine. Sie will einfach beweisen, ich kann das, ich schaff das. Ja, aber es hilft ja nichts. Ich meine, sie rennt sich so ein. Das zieht sie gegen den Rest der Welt. Sie sagt, keiner hilft, keiner packt mit an, alles mache ich alleine. Ihre Mitarbeiter sagen, sie kann überhaupt nichts abgeben. Wo jetzt hier wirklich die Wahrheit begraben ist, das müssen wir rausfinden. So, jetzt. Oh, schau mal da. Ach, ich meine, das ist schon wieder so eine Zeitreise. Wetten das? Ja. 70er Jahre. Für was ist denn die Stahlstange da? Nee, wo? Nee, oder? Nee, da tanzt keiner. Das denkst du jetzt nur. Aber guck mal, wer da ist. Hallo? Okay. Hallo? Hallo. Was ist denn im Argen hier? Der Weg? Wahrscheinlich finden uns die Gäste zu selten. Okay, aber da reden wir dann später mal drüber. Ne? Jetzt wollen wir, glaube ich, erst mal essen. Dann wollen wir in den Genuss kommen. Können wir da draußen sitzen? Ja, klar. Längere Wartezeiten können auftauchen, wird alles stets frisch zubereitet. Steht da gleich? Das lesen wir immer. Aber stets frisch zubereiten heißt ja nicht stets frisch lang warten. Ich kann davon ausgehen, dass Gast das alles frisch zubereitet wird. Haben wir es ausgewählt? Ja. Hochzeitssuppe? Jawohl. Gut, sehr gut. Gut. Tomate, Mozzarella auf jeden Fall. Die Maultaschensuppe hätte ich gerne. Dann hätte ich ganz gern eine ganz kleine Portion hier Käsespätzle mit grünem Salat für den kleinen Hunger. Bratwürste mit hausgemachten Kartoffelsalat. Und dann hätte ich gerne den grünen Salat. Was ist denn das für ein Dressing? Das Weiße. Ach, das Weiße da. Ach, ja, dann nehmen wir das Weiße. Dann Joghurt-Dressing. Jawohl, das ist selber angemacht. Ja. Schnitzel Diana, nehme ich an, dass das mit Liebe zubereitet wird. Da gucke ich immer, was gibt's noch in der Küche, was rühren wir noch zusammen. Mit was für Beilage? Speck, Röstzwiebeln, was gibt's denn? Pommes, Herzöge, alles Industrieware. Spätzle sind selbst gemacht? Nein. Auch nicht? Die sind fast wie selbst gemacht. Okay, dann ohne Beilage. Danke. Das ist nichts frisch. Also die Leute glauben, wenn sie ein Stück Schweinefilet nehmen, abschneiden und das braten, ist das Gericht frisch. Und das finde ich halt sehr peinlich. Ja, ja. Achim, wie schaut's aus? Was gibt's alles von der Küche, von der Ex-Ex? Das Essen ist sofort fertig. 2 Minuten. 2 Minuten? Ja. Also das kommt gleich? Es kommt gleich. Stini, was ist jetzt? Die haben schon gefragt, wo die Vorspeise bleibt. Ja, die kriegt ihr jetzt von mir. Die Leute haben Hunger. Mit diesen vielen Handgriffen ist es nicht möglich, dass das Essen schneller rausgeht. Was haben wir Schönes? Hochzeitssuppe. Sehr gut, ist bei mir, sehr gut. Sehr gut. Okay, Dankeschön. Sehr gut. Oh, die sind ja auch nicht selber gemacht. Mhm. Was sind das für Würmer da? Sind das Erdnussflips? Das sind Backspätzle. Das ist ein Traditionsding hier, aber halt eine Chemiebombe auch, ne? Ja. Aber auch gekauft, oder? Ja. Ist ja alles drin, aber ich habe alles gekauft. Wahnsinn. Ja. In der Hochzeitssuppe kann ich nichts falsch machen. Die ist so vom Hersteller abpackt. Und dann eine halbe Stunde warten. Hier? Denke ich, auf was warte ich jetzt? Das sind so Knoblauchstücke. Bist du wahnsinnig? Ich wollte heute noch. Es ist da drin. Wie groß ist das, wie der Knoblauch geschnitten ist? Ich probiere mal schnell. Das ist schon Attentat. Wenn du einmal reinbeißt, der ganze Geschmack ist kaputt. Das war's. Ja. Nein, na wirklich. Das ist, was soll ich da noch sagen? Weil es eigentlich ein Heiligtum hier in der Gegend. Aber Röstzwiebeln gekauft ist dann doch schon tödlich drauf, oder? Findest du nicht? Ja, es fällt aus Salz, es fällt ein guter Käse. Und du schmälerst dein Handwerk mit dem Zugriff auf Billigprodukte. Ja. Eigentlich ist Käse besser ein idiotensicheres Gericht. Du brauchst nur gute Produkte. Der Teller ist so heiß, der kommt auch aus dem Mikro, Alter. Ja, der war Mikro. Ja. Bing! Das war jetzt Mikrofutter. Ja, das gebe ich nicht mal meinem Hund, nicht mal der Katze. Und wir müssen es essen. Packen wir es, ne?
Ich würde heute am ersten Tag sagen, aufhören. Schluss. Hör auf. Moin, moin. So, moin, moin. Hallo? Christine, oder? Wie fandst du, war dein Essen heute? Mein Essen, das war für meine Begriffe gut, so wie ich es kann. Die Wartezeiten, dass er mir, alle 5 Minuten was kommt bei den Hauptgängen, ist es eine Verzögerungstaktik oder war es einfach nicht machbar, in der Küche auf einmal die Hauptgänge zu schicken? Das war mit Sicherheit nicht möglich. Ne? Das war denn nicht denn das einfach halt möglich. Ja, du hast ja auch, wenn ich jetzt mal ganz kurz mich dran erinnere, hast du 120 Sitzplätze hier. Da mache ich nichts nach Karte. Nicht nach so einer Karte. Aber du hast ein Restaurant hier, oder? Das ist ja nur für private Veranstaltungen. Nein. Komm mal, jetzt mir ganz kurz und iss mal bitte ganz kurz das hier. Komm mal her. Bitte. Und dann sagst du, was du jetzt dann schmeckst. Was kommt da dezent durch? Wird immer schärfer und schärfer. Und sagst, meine Fresse, bin ich Dracula? So, Knoblauch pur. Da ist der ganze Tag versaut. Spätzle. Ich bin Allgäuer. Und das ist wie ein Heiligtum Käsespätzle. Ne? Billige Spätzle, nicht selber gemacht. Billiger Käse, gekaufte Röstzwiebeln. Weißt du, ab in die Mikro, was soll das? Weißt du, warum kommt hier keiner? Deswegen kommt hier keiner. Das geht so nicht. Wenn man sieht, dass das Geschäft nicht mehr gut läuft, dann muss ich doch hochfahren und sagen, okay, dann mache ich was anderes. Dann ändere ich mich. Alles passt sich draußen der Zeit an. Ja? Also zeig erst, bloß ihr nicht. Das Einzige, was bei euch momentan ist, sind die T-Shirts mit dem Namen drauf und hinten Stuff. Da ist der Zug schon längst abgefahren, Mann. Das ist schon längst vorbei. Der Bahnhof ist geschlossen. Oder? Und ihr seht es nicht. Wir haben so gekocht, wie es uns geschmeckt hat, wie wir gemeint haben, das ist in Ordnung und das ist gut. Und dann, der Kartoffelsalat hat auch einen gekörnten Ansatz. Vom Kartoffelsalat braucht man gar nicht reden, den lassen wir so. Ich habe den Salat schon mit normaler Rinderbrühe, mit gekochten Knochen und so weiter gemacht. Den Salat mag ich nicht, der schmeckt mir nicht. Weißt du warum? Weil du, genau, sagst du ja. Jetzt weil du mir nämlich so an Glutamat gewöhnt bist. Glutamat macht süchtig, das ist ein Suchtstoff. Dir schmeckt gar nichts mehr, dir schmeckt das hier. Das schmeckt dir einfach gut und das ist ja das Schlimme. Es war zu viel Fertigprodukte und zu schlecht zubereitet. Bei mir gibt es keine Fertigprodukte, bis auf dieses eine gekörnte Brühe, wo er meint. Das ist einfach ein Geschmack, der mir schmeckt. Frank, der Witz ist doch das. Unsere Gäste, die auch heute Mittag... Ton runter, wenn du heute Mittag, die haben alle gesagt, es ist klasse wie immer. Dann können wir ja jetzt zusammenpacken und dann fahren wir uns um unseren Betrieb aus, wo es wirklich um die Existenz geht. Das ist hier nicht der Fall. Aha. Also was ist dann? Was läuft dann hier richtig? Weil die Gäste jetzt alle was super finden und weil sie ständig kommen und ein guter Umsatz da ist? Oder weil die Gäste wegbrechen, es immer weniger wird? So sieht's aus. Aha. Sie lügen sich selber in die Tasche, ne? Das geht in die Sackgasse, ihr fahrt's an die Wand mit diesem Essen. Da spielt auch keine Rolle, ob es jetzt ein Schützenverein ist oder Restaurant. Es reicht auch nicht für einen Schützenverein. Irgendwann die Heere dreht, irgendwann die kriegen Schell. Habt ihr das denn verdaut gestern, die Kritik? Ja, ich habe mir gedacht, ob ich überhaupt weiter koche. Ich habe das auch gedacht. Also so schlimm war es ja auch, jetzt hört bloß auf. Was Essa geht, war das war nicht gut. Ja, dem wie die Paroli, was glaubt der eigentlich? Jetzt muss ich was sagen, wenn ihr die Suppe reklamiert habt, die Spätzle reklamiert und so weiter, wenn ich feststehen oder irgendwelche Anmeldungen, Reservierungen und so weiter, dann wird das bei mir alles frisch gemacht, ich bin ja nicht blöd. Und welche Veranstaltung willst du denn hierher ziehen, wenn die Leute hier mal zum Essen kommen und dann eine gekörnte Brühe kriegen? Und woher sollen die wissen, dass wenn ich hier eine Veranstaltung buche, dass sie da eine richtige Brühe kriegen? Ja, das stimmt. Schau mal, du legst es in die Pfanne. Ja. Und die Pfanne hat überhaupt gar keine Temperatur. Ja. Du nimmst so ein fertiges Zeugs da. Ne? Ja. Das ist alles mit Trennfetten. Das ist alles Bullshit. Es war nie wer da, der Christine mal von Anfang an, wirklich von der Pike auf an alles gezeigt hat. Und ich glaube, da setzen wir jetzt an. Zieht dann nur Wasser. Jetzt. Hast du Sahne im Haar? Fleisch, gell? Machen wir alle Minute, weil Fleisch fertig ist. Da ist jetzt kein Pulver dran. Schmeckt lecker. Sie macht sich Urlaub. Du kommst hier rein, sparst die Tür auf. Wer ist schon da? Was passiert genau? Wie schaut der Tag aus? Da ist auf alle Fälle die Chris. Wie vorher ist sie schon da? Ich denke mal in der Regel 17 Uhr. Kommt die Chris? So die Ecke, ja. Und du? Und ich komme dann um 18 Uhr. Und wann macht sie auf? Um 18 Uhr. Habt ihr gar keine Aufteilung, dass ihr sagt, irgendwie, okay, die Getränke beispielsweise werden immer abends aufgefüllt? Ja, damit die. So ist die Regel, ja. Und das funktioniert das? Nein. Ja. Nein. Wir wollen ein Team sein, das wollen wir auch verkaufen. Aber schlussendlich rennt jeder in eine andere Richtung. Das ist wie ein Schiff ohne Kapitän. Das treibt so dahin und irgendwann kracht es halt mal gegen den Stein und geht unter. Vom Kochen her so viele gravierende Dinge. Und zwar also simpel. Mhm. Also die ersten Steps sind schon falsch. Sie hat sich alles selber falsch beigebracht. Sie hat sich selber reingeritten. Also das ist ja wirklich eine Familie.
die sich wirklich starke Sorgen macht um Christine, zu Recht, wie ich finde. Weil sie sich auch nicht durchsetzen können. Ja. Sie können sich null durchsetzen. Christine ist ein Tyrann oder ein Alleinherrscher. Wir müssen anpacken bei der Familie. Sie stehen sich alle selber im Weg, weil jeder sich auf den anderen verlässt. Keiner hat Bock, die Arbeit zu Ende zu machen. Also wir müssen mit denen auf alle Fälle eine teambildende Maßnahme machen. Eure Aufgabe wird sein, euch alle auf diesen Baumstamm zu platzieren. Einer beginnt, die anderen kommen nach und nach dazu. Während der ganzen Zeit muss dieser Baumstamm immer im Gleichgewicht bleiben. Ja, jetzt muss aber einer anfangen in der Mitte. Jetzt. Die Übung sei ganz, ganz klar, wenn wir alle miteinander tun, dann kommt was dabei raus und sonst schneller. Das ist wie im Landjugendheim, ne? Finde ich, ne? Also lass uns das, die Gardinen weg, den Raum können wir lassen, dann machen wir Bilder hinten dran, ja? Die Staubfänger wissen weg und dann müssen wir es streichen. Das muss alles ein bisschen heller werden und freundlicher. Die Wände gehören auch gemalt. Hier, ne? Was sie erschlagen von dem Nikotinocker. Das ist ein Laden, der ist in der Zeit stehen geblieben, ne? Also und da muss man jetzt mal Kleinigkeiten machen. Baumstammsprung. Jetzt wird's heikel. Hier geht's ganz viel um das Thema Vertrauen im Team. Du wirst über drei Seile gesichert. Gehst dann zuerst die Leiter hoch. Oben stehst du auf dem Baumstamm. Nein. Und bist zu jedem Zeitpunkt unten von deinem Team und von mir gesichert. Das glaube ich gern, aber das geht nicht. Wie weit könntest du dir das vorstellen, dass du gar nicht. Auf eine Leiter steige ich schon gar nicht. Du steigst nie auf die Leiter? Noch gar nie. Und wenn du auf der Leiter gesichert bist, wäre das für dich vorstellbar? Probieren können wir. So. Ja, hier hinten in deinem Gurt. Oh mein Gott. Aber bitte nein. Bitte komm, die eure Stufe noch. Wieder runter. Ja, wir haben eure Stufe noch. Wirst du, wie du in deinem Gurt drin? Jetzt lässt du bitte mit den Händen und mit den Füßen los. Niemals. Es lässt sich niemand fallen, wenn er weiß, er knallt ganz hart auf. Oh Gott. Da hab ich mal Hoppla. Die sind wirklich für mich da. Die haben mich jetzt da gehalten. Dass sie das dann gemacht hat und uns da bewiesen hat, ich vertraue euch, das war phänomenal. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das war irre. Ich lasse sie einfach jetzt machen. Ich muss es lernen. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber ich werde es lernen, weil dann habe ich auch eine wahnsinnige Belastung weniger. Wir machen eine neue Suppe. Deinen Suppentopf. Drehen wir mit hausgemachten Maultaschen, da kommst du nicht drum herum. Ich habe ein normales Schnitzel, das serviere ich dir mit der original Allgäuer Käsespätzle. Das bin ich dem Thema schuldig. Ja. Bombay, so ein bisschen mal exotisch werden. Da gibt es einen gebackenen Fruchtspieß dazu. Schnitzel für dich natürlich Mailänder Art, weil du also drum gekämpft hast. Und aus Tafelspitz machen wir ein gebackenes Meerrettichschnitzel. Okay? Ich freue mich da auch drauf, dass wir einfach von dem Eingefahrenen wegkommen. Das, was ihr heute im Prinzip in dem Klettergarten geübt haben und vielleicht daraus gelernt wurde, das muss morgen umgesetzt werden. Heute haben sie zusammengehalten. Morgen müssen sie es beweisen. Unter Druck wird es sich zeigen. Ne? Guten Morgen. Oh. Schönen guten Morgen. Der wird schon 30 Minuten marschiert. So, allgemein, die Laune ist gut, ja? Ja. Super. Bettina, du bist eh voll am Start jetzt. Ne? Du tauchst Vollgas. Hier voll ein. Super. Vollgas. So haben wir uns gedacht. Schnitzel vom Tafelspitz. Wir haben dort einen ganz normalen Meerrettich aus dem Glas, ja? Liebstöckel rein. Ja. Dann ein bisschen Pfeffer, dann noch etwas Salz. Ja. Ganz bisschen Zitrone mache ich dazu. Wir reiben das schön ein, okay? Ja. Dann melieren wir es. Von beiden Seiten natürlich. Das ist aufgeschlagenes Ei, schon gewürzt leicht, ja? Kurz eintauchen. Und Semmelbrösel. Semmelbrösel natürlich. Schön anklopfen. Dann gibt es einen Trick, wenn du eine Gruppe hast, wie du das dann vorbereiten kannst. So anpanieren. Ja. Nimmst du ein Blech, wo schon Brösel drauf ist. Ja. Einfach drauf streuen. Ja. Und dann darauf aufbewahren. Genau das möchte ich beibehalten. So will ich kochen, so will ich es weitergeben an meine Kundschaft. Tambalapam, schau mal. Boah! Alles ausgemistet, ja? Oder? Also der ganze Gruß ist weg, die Leinen sind weg, wir haben neue Bilder, Farbe auch geändert. Freundlich, groß, ja? Und die Farbe auch, ja? Also auf einen guten Service. Baum neu, vier Personen. Als erstes eine Suppe. Jawohl. Als zweites einmal Mailand und einmal das Jäger. Ja.
Ja. Wie weit bist du mit dem Reis? Wenn du so weit bist, du in ihr raus, der ist schon drin. Das Jäger, Bettina, das Kartoffel. Läuft doch, ist doch prima. Die Zusammenarbeit bei mir und Chris war sensationell. Ich habe gemerkt, mir wird was abgenommen, man hilft mir. Ich habe nicht den ganzen Druck und Stress allein. Meine Schwester ist eigentlich erfreulicherweise fast nicht mehr wiederzuerkennen. Wirklich toll, ich bin begeistert. Fürs Auge hervorragend und geschmacklich natürlich exzellent. Also wir sind hier angetanzt und dann hat uns Essen nicht vom Hocker gehauen, sondern eher die Lautstärke in der Küche. Wir haben ja ein Team vorgefunden zwischen Provokation, Wahnsinn und Chaos. Wir haben das, glaube ich, aufgeräumt, wir haben uns lange unterhalten. Ein starkes Team haben wir daraus gemacht. Jawohl. Ganz großen Applaus. Wir wissen jetzt, dass wir wirklich zusammenkehren und dass wir da ganz arg viel bewegen können. Und das ist natürlich die Kochprofi-Checkung, weil ihr habt sie 100% verdient. Bravo! Ja! Mir macht jetzt meine Arbeit wieder Spaß. Ich habe eine andere Perspektive. Ich habe neue Ideen für die Küche. Die haben mir den Grundstock gezeigt und ich werde das ausbauen.